Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch auf Mirage. So, ja, ich habe ganz fest die Daumen gedrückt, dass es nicht wieder das 2 wird und es ist Mirage geworden. Sehr gut, sehr gut. Da kommen schon 3 zu ihm. Ich bin gespannt. What? Ja, moin. Aber auf jeden Fall machbar. Guck mal, da geht er da hoch. Raffiniert, raffiniert. Die ziehen sich aber komplett zurück. Es sieht bis jetzt wirklich sehr stabil, also völlig normal aus. Schön da reinfeiern, genau so macht man das. Die sind direkt nebeneinander, die Gegner und Mate, oder? Ist das? Habe ich mich da eben verguckt. Die sind doch hier, die haben sich doch gerade verpasst, die zwei. Die Bombe ist down. Das sieht auch nach ganz normalem Verhalten aus. Er geht zur Bombe hin. Oh, was macht denn der T jetzt da oben? Den hat man gehört. Der Headshot war vorauszusehen. Er ist ganz langsam im Bogen gesprungen. Da kann man schon mal dahin aimen, wo er dann höchstwahrscheinlich landet und den Headshot drücken. Weiter gucken ist angesagt. Einer ist nach oben, der schleicht, aber den konnte man nicht hören. Er sieht ihn scheinbar auch nicht, also durch die Wand oder irgendwie sowas. Ich habe mir im letzten Video schon gewünscht, dass wir endlich mal wieder ein Overwatch haben ohne einen Cheater, also nur mit einem Verdacht, aber der sich dann eben nicht bestätigt. Weil das auch meistens die Fälle sind, die so ein bisschen schwieriger sind. Die haben so ein bisschen mehr Pfeffer, verstehst du? Guck mal, er... Auch wie er abaimt. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Das sieht weit entfernt von jeglicher Cheaterei aus. Am Anfang steht er noch manchmal. Also er ist auch in der ersten Runde ganz kurz so stehen geblieben. Kurz bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Aber das, ja, vielleicht guckt er ja noch irgendwas im Kaufmenü an oder ist kurz auf dem Desktop oder sowas. Oh, was? GeForce hat hier irgendwas runtergeladen. Ah, das sieht er gar nicht. Game Ready Drivers verfügbar. Oh nein, jetzt bin ich rausgetappt. Verschissel. Nicht weiter cheaten, warte kurz. So. Er hat keinen erwischt. Er hat einfach nur, keine Ahnung, nichts geschossen. Wobei er ja vielleicht falsch ist. Letztes Mal hatten wir diesen Börsenmakler, wisst ihr noch? Oh, ho, ho, ho. Und dieses Mal, wir haben uns letztes Mal gewünscht, dass es eine MILF wird. Und wisst ihr was? Ich glaube, dieses Mal, das sieht schon ziemlich weiblich aus, ne? Guck mal, dieses seitliche Laufen. Das kann doch nur eine Frau sein. Ajo. Ach Gott, das ist eine Frau. Das ist eine Frau. Jetzt fragt sich nur noch, wie alt ist sie? 40? 50? Ich weiß nicht. Wir müssen das genau betrachten. Hier speziell jetzt bei dieser Situation kann man das sehr, sehr gut sehen. Man kann es optimal herauslesen. Achtung, passt auf. 40 oder 50? 40 oder 50? Oh, genau auf den Kopf drauf. Schade, dass sie geflasht war. Oh, 50. Eine richtig knackige 50-jährige. Oh, die zwei... Oh, der eine kommt zu ihm mit der Bombe. Zu ihr, meine ich. What the fuck? Achtung. Oh, shit. Die Headshot-Haftigkeit ist natürlich nice da. Es sieht nach einem durchtrainierten Gamer-Weibchen aus. Also auch voll... Guck mal, das Fadenkreuz. Das Crosshair-Placement ist natürlich on point. Jetzt passt mal auf. Ah, ich dachte, hier kommen vielleicht noch so ein paar Shots. Das mache ich auch manchmal in der ersten Tierrunde. Ein paar Shots durch die Dinge auf Short. Oh, shit. Es fallen, glaube ich, auch recht oft Headshots, kann das sein? Also überhaupt. Ich glaube, es ist eine ziemlich hohe Elo, die wir hier gerade betrachten. Und da ist einfach jemand pisst wahrscheinlich. Das war schön. Auch noch völlig in Ordnung. Der war ja auch bekannt, dieser Kerl, diese Stelle. Ihr habt das gesehen, das waren 3 Headshots. Einer von ihr und dann nochmal 2 von den Mates. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Elo hier. Letzter kommt von oben, oder? Ist das, nee, das ist Short. Ne, das ist oben im... Vom Apartment. Ja, da hat Cat den nächsten Headshot gelandet. Da sie sich angeschaut haben, nehme ich an, sie haben sich verständigt. Da werde ich jetzt keinen Grief drücken. Ich denke, dass sie, ja, dass das Mates sind. Oh, im Laufen? Das war jetzt aber nicht so grandios, ne? Da im Laufen rumzudrücken. Oh, das war ein schöner Zug drauf. Das macht man da, glaube ich, oft so, ne? Also, ich mache es oft so. Ich sehe es auch immer wieder bei Snipern. Hätte man jetzt vielleicht das untrainierte Auge hätte sagen können, ja gut, das ist Warlock. Sie hat ja schon gesehen, dass er gleich kommt, aber logischerweise verschieben die ja von Short auf A, ne? Würde ich auch hin, aim. Wahrscheinlich auch Double. Oh, aber das war doch wiederum... Moment mal. Warte mal, Mademoiselle, was hast du angemacht?
dass man da hin aimt. Bei dem K geht der vielleicht noch und schaut auch, aber es wirkt gerade sehr, sehr, sehr Wallhack-lastig. Und von hinten kommt auch gleich jemand. Auf einmal wird alles etwas merkwürdig. Was machen die? Das ist eine Gruppe von Cheatern oder was? Man sagt ja immer, Cheater sind immer zu zweit unterwegs. Ich muss noch, wir müssen jetzt noch gucken, was die so treibt. Also, dass der da oben jetzt... Jetzt bin ich mir gerade sehr unschlüssig. Also diese zwei oder drei Wallhack-Momente waren jetzt schon echt haarig. Natürlich ist auch dieser eine, der aus Ding rauskam, aus Jungle, könnte man jetzt auch sagen. Ja klar, die rotieren ja auch, wenn es dann auf B heiß wird. Das heißt, da hätte wahrscheinlich jeder hingeaimt, aber das sah wieder vollkommen normal aus. Das war auch cool. Aber ab und an ist es jetzt schon echt hochgezogen. Na, den hat man kurz gesehen. Das hat er eh geschossen. Boah! Schwierig. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Ein schwieriges Teilchen. Also ich denke, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass das ein Team ist. Die verständigen sich, die spielen umher, die trollen vielleicht ein bisschen. Vielleicht ist es auch einfach ein Smurf-Game. Und das ist jetzt halt wirklich ein extrem guter... Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn man sich Pro-Plays anschaut, da sieht es so aus. Die rasten total aus. Und wie so ein Standard-Wallhack sieht es auch nicht aus. Gerade eben zum Beispiel hat sie auch nicht zu ihm hingeschaut, der da drüben gelaufen ist, sondern man hat ihn ja eh schon steppen gehört und sie hockt sich hier rein und wartet ab. Gott, warum ist sie gegangen? Die Aim... Die... Auf dem Kopf ist halt echt krass gelockt, ne? Also wisst ihr was, ich glaube, also Grief lasse ich auf jeden Fall weg, diese Neifung, das ist nichts. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann vielleicht auch ein A-Bot reinmachen. Fuck man, ich war mir so sicher, dass das einfach nur jemand extrem gut ist. Es sah so gut aus. Aber gerade so diverse Shots auf dem Kopf, da kann ich nicht sagen, dass das nichts war. Manche waren echt krass, zu krass draufgezogen, immer wieder und immer auf die gleiche Art und Weise. Nicht irgendwie so in Pattern so ungefähr, okay, derjenige spielt halt so, zieht halt so drauf. Es war immer so... Und Vision könnte eigentlich auch drin sein, aber dafür bin ich mir trotzdem noch zu unsicher. Das ist auch, kann auch einfach dann die Vorahnung sein, beziehungsweise das Wissen. Wenn man wirklich extrem gut in dem Spiel ist, dann weiß man ja eigentlich oder kann sich sehr, sehr gut vorstellen, wo die Gegner sind und wo sie herkommen. Und auch circa wann sie von wo kommen, also... Das ist auf jeden Fall korrekt, aber ich denke, da muss man dann doch den Aim Assist reindrücken, diese alten Troller. Das können wir nicht ungedrückt lassen, oder? Ja, das müssen wir so machen. Voll merkwürdig, ich hab mich jetzt so gefreut, dass endlich mal jemand da ist, der nicht behindert ist. Und dann ist er total querschnittsbehindert. Im Querschnitt praktisch, vom Hirn fehlt die Hälfte, weil die andere auch verrottet ist. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.